Hallo ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassica Parker live aus Berlin. Und zwar möchte ich heute die Einleitung vorlesen aus dem, ja ich möchte sagen, Ratgeberbuch von Kate White. Die 9 Geheimnisse der Frauen, die alles bekommen, was sie wollen. Erschienen im Verlag Marion von Schröder. Guckt mal hier, so sieht die aus, die Kate White. Hat mehrere erfolgreiche Sachbücher geschrieben. Nach einer fulminanten Karriere als Autorin und leitende Redakteurin bei renommierten amerikanischen Magazinen, darunter Glamour und Working Women, war sie Chefredakteurin von Redbook, noch nie gehört. Sie lebt und arbeitet heute als Chefredakteurin von Cosmopolitan in New York. Ich finde es immer sehr schwierig, diesen Begriff Powerfrau zu benutzen, weil ich mich immer frage, warum muss man eine Frau noch mit dem Attribut Power auszeichnen? Es gibt ja auch nicht die Bezeichnung Powermann. Die Kunst, alles zu bekommen. Gibt es etwas, das Sie sich gerade jetzt ganz sehnsüchtig wünschen? Etwas, um das Sie immer schon betteln, das Sie aber nie bekommen haben? Zum Beispiel ein 100 Jahre altes viktorianisches Haus mit umlaufender Galerie, 4 Kaminen und einer von Bücherregalen gesäumten Bibliothek. Ich möchte Ihnen ein paar Geheimnisse verraten, die Ihnen helfen können, das zu bekommen, was Sie wollen. Wie kommt es, dass ich in diesem Ding eine so große Expertin bin? Und warum, um Himmels Willen, möchte ich das Geheimnis mit Ihnen teilen? In den vergangenen Jahren habe ich festgestellt, dass ich recht gut darin bin, das zu bekommen, was ich will. Ich habe einen wundervollen Job als Herausgeberin einer Zeitschrift, einen guten Ehemann, 2 Kinder und ein nettes Haus in Manhattan und bin zu allem Überfluss von den Göttern auch nicht mit Stressakne oder einem Magengeschwür bestraft worden. Bitte glauben Sie jetzt nicht, dass ich aufschneide. Nein, nein, ich habe nämlich keineswegs schon immer gewusst, was ich will. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Fertigkeit, die ich erlernen musste. Man könnte sagen, dass ich ein wenig so war wie Skipper, die immer zuschauen muss, wie Barbie den Spaß, die schicken Möbel und die pelzbesetzte Abendgarderobe hat. Nun möchte ich nicht den Eindruck erwecken, eine völlige Niete gewesen zu sein. Nein, nein, in den Jahren zwischen 20 und 30 habe ich hart und mit viel Begeisterung gearbeitet und wurde für viele meiner Anstrengungen auch belohnt. Aber trotz meiner gelegentlichen Siege errang ich doch meist nur den Trostpreis und mir war nicht klar, was ich falsch machte. Gleich nach dem College-Abschluss zog ich nach New York, was die Erfüllung eines Traumes war, den ich seit meinem 12. Lebensjahr gehegt hatte. Ich bekam bald einen Job als Assistentin bei der Zeitschrift Glamour. Und nach 2 Jahren wurde ich zur Feature-Autorin befördert, aber dann saß ich fest. Außerstande, weder die Leiter bei Glamour weiter emporzukommen, noch woanders einen besseren Job zu finden. Ich lebte in einer Stadt voller kluger, attraktiver, alleinstehender Männer, landete aber immer bei irgendwelchen Blödmännern und war auch noch dämlich genug, einen von ihnen zu heiraten. Mit anderen Worten, ich bekam zwar manches, was ich wollte, aber nie alles. Na sag mal, ein Teil meines Erfolgs beruht auf dem System von Versuch und Irrtum und auf der Zuversicht, die man mit der Zeit gewinnt. Aber hauptsächlich habe ich einfach die besten Ideen von Frauen gestohlen, die großartig darin sind, zu bekommen, was sie wollen. Sie wissen genau, welche Sorte Frauen ich meine. Die mit den fantastischen Jobs und den fantastischen Freunden, / Ehemännern und den fantastischen Häusern. Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie auch alle einen fantastischen Haarschnitt zu haben scheinen? Das sind die Frauen, die ich beobachtet und kopiert habe. Nehmen Sie sich zum Beispiel Carolyn Bessette Kennedy. Von all den Leckerbissen, welche die Presse über sie ausgrub, nachdem sie John F. Kennedy Jr. geheiratet hatte, finde ich persönlich die Tatsache am interessantesten, dass sie auf der Highschool gemeinsam mit ein paar Freundinnen einen Club der Millionärs-Ehefrauen gründete.
Diese kostbare kleine Information macht doch deutlich, dass die Frau, die sich JFK Jr. angelte und die zu einer Ikone des Stils der 90er wurde, sich schon immer sehr klar ihrer Fähigkeiten bewusst war und dann schließlich einfach bekam, was sie verdiente. Ihr Gefühl für ihren Anspruch machte sie zu einem Magneten für all die wunderbarsten Belohnungen des Lebens. Wie eine ihrer Bekannten einmal im New Yorker sagte, sie wusste, dass sie alle Fähigkeiten besaß, sich selbst zu einem begehrenswerten Mädchen zu machen. Sie wusste, dass all ihre Talente sie weit bringen würden. Ich erinnere mich gut, wie ich zum ersten Mal einer solchen Frau begegnete. Ich war Junior-Texterin in der Werbung bei Glamour. Ein schrecklich öder Job, der darin bestand, Broschüren über die Produkte von Anzeigenkunden zu schreiben. Meine beachtliche Leerlaufzeit verbrachte ich damit, mit der Frau an der Rezeption zu tratschen, die ihrerseits sämtliche Jeansklamotten ihres Freundes von Hand mit Nieten verzierte. Eines Tages, ich stand gerade am Tresen, stieg eine junge Frau aus dem Fahrstuhl und fragte uns nach dem Büro des für Models zuständigen Redakteurs. Sie war mehr als hübsch und geradezu strahlend, mit viel blondem Haar, das an den Enden voller Spliss war, aber man sah sogleich, dass sie mit dem richtigen Friseur und einer guten Haarpackung perfekt sein würde. Nachdem sie zum Büro des Redakteurs gelotst worden war, wendete ich mich der Frau in der Rezeption zu und sagte nur ein Wort. Wow. Ein paar Wochen später entdeckte ich, dass das Resultat ihres ersten Treffens mit dem Redakteur ein Booking für Modeaufnahmen gewesen war und dass die Modeaufnahmen zu einem Glamour-Titelbild geführt hatten. Die Karriere von Christie Brinkley war gesichert. Nein, sie können nicht Carolyn Bessette Kennedy oder Christy Brinkley werden. Nein, nein. Aber um das zu bekommen, was man will, muss man nicht glauben, einen Millionär heiraten oder das magische Schönheitsdreieck von großartigem Haar, großartigem Gesicht und großartigen Hüften besitzen zu müssen. Es gibt viele Frauen, die bekommen, was sie wollen, weil sie daran arbeiten. Sie haben die Technik entdeckt, wie man das Große losziehen kann und sie wenden sie an. Gut, ich schließe hiermit die Box der Pandora. Ich muss sagen, nicht nur, dass die Autorin Kate White sich selbst wahnsinnig toll findet, muss man fast ein bisschen brechen. Außerdem muss ich wirklich sagen, ist das ein wahnsinnig oberflächliches Buch. Und dafür haben wir Feministinnen wirklich nicht gekämpft. Unter dem Deckmantel der Independent-Powerfrau wird hier trotzdem eigentlich erzählt, dass das Dreieck der Schönheit, oder wie sie es hier nennt, eigentlich das Wichtigste ist. Gutes Aussehen, stramme Hüften und ein schönes Gesicht. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Wer dieses Buch gerne weiterlesen möchte, ihr müsst es nicht kaufen. Ich verschenke es. Ja. Also von daher, schreibt mir einfach, bleibt feministisch und bis bald, ihr süßen Puppies. Bye! Sharing is caring.